Hallo, zu dem dritten Mal, dass ich diesen etwas neu zusammengestellten Vortrag jetzt hier mal versuche. Ich habe ihn schon einmal in Schwerin und einmal in Rostock, also weit weg, gemacht. Also einen Einblick zu geben, weil eine ganz seltsame Debatte irgendwie gelaufen ist, die ja vor ein paar Wochen losging, als eine Aktionsform, hier sehen wir sie, die bei näherer Betrachtung, wenn ich mir das so anschaue, irgendwie jetzt auch nicht wahnsinnig revolutionär neu wirkt, plötzlich ungemein stark diskutiert würde, als wäre das so eine Art Revolution. Ist es leider nicht. Und deshalb habe ich gedacht, also dieses mal auseinanderzunehmen, welche Bedeutung haben eigentlich solche Aktionen, die richtig aufregen, in der Geschichte gehabt und warum brauchen wir die? Tatsächlich will ich einen Blick relativ weit zurück machen, was wo an Beispielen eigentlich diese provokanten Aktionen ausgemacht haben. Warum eigentlich politische Aktionen, die nicht auch provokante Aktionen einbaut, in der Regel eine Begleitfolklore des Unabwendbaren ist, also wenig Wirkung entfalten. Dazu kann man natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Am Anfang einen Überblick mal, was euch jetzt erwartet. Und keine Angst, das ist die einzige Folie, die so aussieht, wie Folien bei PowerPoint-Vorträgen halt so aussehen. Welche Leute sind zu faul, sich Spickzettel zu machen und schreiben dann das, was sie den Leuten erzählen, da an die Wand und lesen das dann vor. Ich will als allererstes, das ist dann halt die eine Folie, die kommt, kurz benennen, was ich meine, was eine gute Aktion ausmacht. Und das wird mehr sein als das, dass sie einfach nur aufregt. Weil mir das wichtig ist, das hinterher damit zu vergleichen, was ist da so passiert in der Vergangenheit und wie ist diese Aktion einzuschätzen. Dann will ich das an vielen Beispielen machen und am Ende dann nochmal eine entsprechende Zusammenfassung bringen. Aber als erstes eben ein Überblick dazu, was macht eine Aktion eigentlich aus, dass sie wirkmächtig wird. Und das Erste bei einer provokanten Aktion ist natürlich, dass sie in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit erregt. Eine Aktion, die noch so toll ist und einen noch so geilen Inhalt hat, nützt ja nichts, wenn niemand sie mitkriegt. Also braucht eine Aktion irgendetwas, dass sie eine Aufmerksamkeit erregt. Das kann durch sehr unterschiedliche Formen sein. Das kann einfach durch eine kreativ-künstlerische Ebene sein. Das kann durch einen Normbruch sein. Man denkt ja an das Konzept des zivilen Ungehorsams, welches ja von der Definition her ausschließlich davon lebt, einen Normbruch zu machen, also eine Regel zu übertreten. Die Aktion selber ist häufig gar nicht so spektakulär, deshalb war der Begriff zivil, häufig sehr zurückhaltend, aber sie bricht ganz gezielt, das ist das Konzept des zivilen Ungehorsams, und versucht dadurch eine Aufmerksamkeit zu erreichen. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Störung immens ist oder einfach ganz viel kaputt geht. Also es gibt verschiedenste Varianten, warum eine Aktion Aufmerksamkeit erzeugt, und ich halte das bei einer Aktion für grundsätzlich wichtig. Das klingt vielleicht sehr banal, aber wenn ich mir die meisten Aktionen, die so laufen, angucke, so finde ich, scheitern sie schon an diesem Kriterium. Irgendwo passiert irgendwelche Scheiße und wir machen eine Latschdemo oder Deutschland führt einen Angriffskrieg und wir machen eine Mahnwache oder so etwas. Das ist so ein bisschen, das gehört fast dazu. Also kein Krieg ohne Mahnwachen und ohne B-52-Bomber. Das ist irgendwie das Gesamtsetting. Das ist zwar besser als nichts, aber auch nicht unbedingt das, was jetzt eine Riesenaufregung macht, was die Leute zum Nachdenken bringt, was dazu führt, dass irgendetwas sich verändert in der öffentlichen Diskussion. So, aber das ist natürlich nicht alles. Ich meine, ist natürlich alles meine persönliche Meinung, eine Aktion muss auch immer zielgenau sein. Das kann der Ort sein, an den wir gehen, dass der passt. Oder wen adressieren wir mit der Aktion? Also an wen richten wir? Wen wollen wir eigentlich mit was erreichen? Dass wir uns das ganz genau überlegen und dann entsprechend unsere Aktion zielgenau machen. Ich mache das vielleicht mal am Beispiel genau der Gruppe, über die jetzt so viel diskutiert wurde. Kann auch sein, dass Leute jetzt hier dabei sind, die bei letzter Generation mit aktiv sind. Man kann sich auf eine Autobahn kleben, um gegen Lebensmittelverschwendung in Supermärkten zu demonstrieren. Oder man kann sich auf eine Autobahn kleben, weil so viel fossile Energie durch den Verkehr verbraucht wird. In diesen beiden Aktionen würde ich eine unterschiedliche Zielgenauigkeit wählen. Und denen wird ja alles Mögliche vorgeworfen. Und die, wie ich finde, zielgenauesten Aktionen von letzter Generation, aus meiner Sicht ist das das Abstellen der Pipelines gegen fossile Energien. Genauer kann man nicht treffen. Und das Raufgehen auf Flughäfen gegen den Flugverkehr. Diese beiden Aktionen sind so gut wie gar nicht in den Medien gewesen. Also der Flughafen ganz kurz, die andere gar nicht. Da überlege ich mir natürlich schon,
ob das durchaus ein bisschen absichtlich ist, dass man diese Gruppe auch diffamieren will, indem man gerade die Aktionen, die so richtig gelungen sind, gar nicht mehr erwähnt. Dann der Inhalt. Wenn es mir also gelingt, zielgenau eine riesige Aufmerksamkeit zu erregen, dann finde ich, ist es natürlich für die Aktion extrem wichtig, auch einen niveauvollen Inhalt rüberzubringen. Also etwas zu präsentieren, was auch mit der Radikalität der Aktion in einem Einklang steht. Was nicht nur einfach so ist, so, ach, wir finden hier irgendwas doof, oder... Ich fand das zum Beispiel auch, ich bleibe wieder bei Letzte Generation als Beispiel, nicht, weil ich die irgendwie besonders finde, da, sondern wahrscheinlich den meisten von euch das vielleicht noch in Erinnerung präsent ist. Die machen Aktionen, ich finde ja ehrlich gesagt, viele werfen denen ja vor, eure Inhalte sind ja total super, aber eure Aktionsformen, die sind nicht gut. Ich finde es ja genau umgekehrt. Also deren Aktionsformen sind eigentlich cool, aber dann sitzen die da bei Markus Lanz, vielleicht haben manche von euch diese Szene gesehen, ein Millionenpublikum, eine riesen Aufregung, ein riesen Aufwand, und dann fragt Markus Lanz, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Und die Antwort ist, 9-Euro-Ticket und Tempolimit 100. Dann sagt Markus Lanz als nächstes, was noch? Diese zwei Dinge, wenn die erfüllt sind, gehen wir erstmal von der Straße. Dafür kleben sie sich fest? Und danach labert Lanz auch nur noch Scheiße. Also das finde ich schade. Also da steht die Aktionsform mit dem Inhalt eigentlich nicht mehr in einem Verhältnis zueinander. Man denkt sich so, jetzt hat die ganze Republik zugehört und jetzt hätte was kommen können. Über die Hintergründe, warum eigentlich die Umwelt ruiniert, die Menschen ausgebeutet werden oder so etwas. Also in diesem Moment kannst du was ganz anderes rüberbringen. Man kann auch, ich gehe nachher noch ein Beispiel dafür ein, wenn man sich überlegt, was hier in Gießen für Aktionen sind und sowas. Wir können natürlich auch eine Aktion machen und der ganze Anlagenring ist gesperrt und fordern dann irgendwo außerhalb 2 Meter Radwege. Also das würde auch in keinem Verhältnis zueinander stehen. Also der niveauvolle Inhalt ist, finde ich, ein Qualitätsmerkmal für die Aktion selber. Dann, keine einzige Aktion, glaube ich, wirkt ganz alleine. Sondern jede Aktion entfaltet ihre Kraft dann, wenn sie eingebettet ist, in sehr unterschiedliche Aktionen. Und da auch nicht nur provokante Aktionen, weil um viele Menschen mitzunehmen, auf unterschiedliche Art und Weise, braucht es auch sehr viele unterschiedliche Aktionsformate. Die einen hören zu, wenn du provokant bist, die anderen hören zu, wenn du nicht so provokant bist. Diese Unterschiedlichkeit, selbst wenn wir uns in der Bewegung nicht immer einigen können, ich bin ja auch ein Mensch und kein Automat, ich finde auch manche Aktionen von anderen Leuten einfach doof. Und das ist bestimmt umgekehrt auch so. Und wir müssen uns nicht immer einig werden. Aber ich finde, wir müssen ein Gesamtbild entfalten lassen, dass es so wirkt, als wenn die Dinge sich aufeinander beziehen. Dass wir also durch die vielen Aktionen eine Wirkung entfalten. Dazu müssen nicht alle Aktionen gut finden. Die Kür, das gelingt mir auch nicht immer, ist dann natürlich, wenn eine Aktion so raffiniert geplant ist, dass wir nicht nur das Detailproblem angreifen, um das es gerade geht, meinetwegen die Arbeitsverhältnisse am UKGM oder die Verkehrsverhältnisse in der Stadt oder doofe Burschenschaften oder ungleiche Bezahlungen zwischen männlich und weiblich Gelesenen, also die unterschiedlichen Themen, die unterschiedlichen Gruppen so aufgreifen, wenn wir nicht nur das hinkriegen, sondern wir unsere Aktion es schaffen, die dahinterstehenden gesamtgesellschaftlichen Ursachen mit zu benennen. Denn das UKGM hat ja nicht so beschissene Bedingungen, weil da irgendwelche Dienstvorgesetzten gerne Leute quälen, sondern weil sie voll eingebunden sind in eine kapitalistische Wirtschaftslogik, die auch gar nicht sich anders auswirken kann, wenn man eine Klinik privatisiert. So einen Gesamtzusammenhang in der Aktion noch mal rüberzukriegen, ist natürlich die Kür. Das wird nicht immer gelingen, aber das fände ich natürlich immer erstrebenswert. Naja, und jetzt ließen Sie noch ein paar andere Sachen nennen, die jetzt nicht mit der Aktion direkt zusammenhängen, aber uns natürlich auch nützen, wenn wir unsere Aktion so fahren, dass die Menschen hinterher auch noch Lust haben, weiter Aktionen zu machen, indem sie zum Beispiel die Folgewirkungen solidarisch miteinander weitermachen, alles, was nach der Aktion kommt, oder wenn wir bei der Aktion weiteres Know-how entwickeln, mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Da habe ich so manche Probleme mit so Massenaktionen dabei, dass da einfach nur Leute mitlaufen und dann nach Hause fahren und eigentlich nichts mitgenommen haben für ihre eigene Aktionsgestaltung. Also das wären die Kriterien, an was ich die Qualität einer Aktion festmache. Nicht so wichtig sind mir 2 andere Fragen, die, das will ich kurz andeuten und da werde ich zwischendurch immer mal wieder hingehen, nämlich, ist die Aktion militant, gewalttätig oder gewaltfrei? Das ist für mich kein Qualitätsbegriff. Ich werde nachher Beispiele auch zeigen, wo man so denkt, okay, die sind sich sehr ähnlich, aber eine ist Angriff auf Personen, der andere nicht. Und die Frage legal und illegal ist für mich auch kein Qualitätsbegriff. Also eine Aktion ist nicht deshalb gut, weil sie illegal ist oder deshalb gut, weil sie legal ist.
sondern anderen Qualitätskriterien spielen eine Rolle. Es ist trotzdem klug, sich darüber Gedanken zu machen, weil es ja von der Wirkung, was mit mir passiert, einen Unterschied macht. Und wenn ich klug bin, kriege ich das hin, die gleiche Aktion zu inszenieren und aus der Illegalität rauszunehmen. Einfach, weil das nervt, hinterher mit der Polizei, mit dem Knast zu tun zu haben, hat man ja mehr Zeit für Aktionen, wenn man nicht im Knast rumhängt. Also sich das klug, also wenn man sich überlegt, dass wir zum Beispiel diese Autobahnabseilaktionen, haben wir ja einige mitgekriegt haben, irgendwann mal durchgesetzt haben durch Verwaltungsklagen, dass das inzwischen eine legale Demonstrationsform ist und wir das anmelden können, dann ist das natürlich auch eine Fortentwicklung von Aktionsmethodik, die mitunter ganz relaxed ist. Also wenn du, dann sperren die das ab und dann kannst du die Presse einladen, das kannst du ja alles nicht machen, wenn du die Aktion nicht vorher ankündigst. Ersetzt natürlich nicht die überraschende Geschichte. Wenn du eine Sache blockieren willst, muss das schon überraschend sein. Gut, jetzt mal hinein in die Geschichte. Ich könnte ganz weit vorne anfangen. Das mache ich aber nicht. Aber ich will es aber immerhin andeuten. Man kann in der Geschichte sehr weit nach vorne gehen. Da ist natürlich nicht ganz klar, ob diese Dinge nur noch das Narrativ sind. Also ob sie so wirklich stattgefunden haben. Aber eigentlich ist das egal. Weil eine gute Aktion lebt ja von dem Narrativ, was hinterher entsteht. Also mitunter ist es gar nicht entscheidend, ob das tatsächlich stattgefunden hat. Sondern du willst ja Gesellschaft verändern und nicht dich selbst bepausen, ich habe diese Aktion gemacht. Also wenn man dieselbe Wirkung erreicht, nur dass man so tut, als hätte man die Aktion gemacht, ist ja auch nicht so schlecht. Das hier ist jetzt über 2000 Jahre her oder ungefähr 2000, zeigt eine in diesem Land etwas emporgehobene Person bei einer deutlich militanten Aktion. Also prügelt da bewaffnet irgendwelche Händler aus dem Tempel. Ist jetzt nicht mein Aktionsformat. Also nicht das Prügeln, also das kann man schon mal machen, wenn es passt. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt die da rausgescheucht, damit das Gotteshaus wieder rein ist. Ich hätte vielleicht eher eine Projektwerkstatt oder ein Jugendzentrum oder so etwas als Ziel gehabt oder so. Aber ist auch egal. Wahrscheinlich, wenn es damals die Bild-Zeitung schon gegeben hätte, wäre das so ein Glaubens-RAF oder so gewesen. Keine Ahnung. Man kann sehr weit zurückgehen und tatsächlich auch im Altertum oder im Mittelalter etliche Vorgänge benennen, die erhebliche Wirkung gehabt haben. Mache ich jetzt aber nicht. Ich beginne im Schwarz-Weiß-Foto-Zeitalter und fange mit dieser Aktion an. Das ist eine Aktion, die in der Wirkung sehr weitreichend war, obwohl die Person gar nichts gemacht hat. Also gerade das gar nichts machen war das Unverschämte. Also das ist Rosa Parks. Wir befinden uns im Jahr 1955, USA, Apartheid. Und da waren die Busse so aufgeteilt, da gab es Sitze für die, damals war der Sprachgebrauch noch so, für die Schwarzen, für die Weißen. Und es gab Sitze, da konnten erstmal alle sitzen, aber wenn mehr Weiße reingestiegen sind, mussten die People of Color weichen. Auf einem solchen Sitz saß Rosa Parks, also nicht auf einem der Weißen. Und dann kam halt mehr Weiße und dann hätte sie aufstehen müssen, es saßen auch noch mehr, die anderen sind aufgestanden, sie ist nicht aufgestanden. Sie ist einfach nur nicht aufgestanden. Und wäre der Busfahrer cool gewesen und hätte gesagt, ja, dann halt nicht, wäre wahrscheinlich in diesem Moment nie was passiert. Es ist übrigens auch nicht die erste Person, die sich so verhalten hat, aber die anderen haben niemals diese Wirkung gehabt. Der Busfahrer dreht durch, die Polizei kommt, es gibt gleich eine Auseinandersetzung. Das ist eine interessante Geschichte auch, die sich durchzieht durch provokante Aktionen. Der Auftritt der Staatsmacht scheint für die Wirkung der Aktion eine fördernde Wirkung zu haben. Und das finde ich sehr wichtig, weil ja auch gerade, wenn wir nachher noch ein paar Mal darauf eingehen, ich es schade finde, dass wir in der Bewegung bei dem Auftritt von Polizei meistens unser Thema verlassen, unsere Aktionen beenden und uns nur noch mit dem Thema Polizei beschäftigen. Wer in Lützerath oder sonst was die letzten Wochen sich angeguckt hat, da wird nur noch über die Polizei geschaut. Man weiß irgendwann gar nicht mehr, worum es geht. Ich finde das eigentlich schade. Beim Thema bleiben und sich vielleicht sogar freuen, weil dieser Aufmarsch ja auch etwas an diesem Erregungskorridor aufmacht. Also solche Geschichten, dass einfach Leute sich irgendwo hinsetzen und dann entdeckt werden, weil es auch etwa ein Normbruch drin ist, kennen wir auch aus neueren Zeiten. So viel anders ist das nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht noch ein paar Leute schon vorher gemacht haben, aber heute wird über Friday for Future ja so viel geredet, das sind ja die Lieben und können nicht alle so lieb sein wie die. Diese Leute haben offensichtlich vergessen, dass sie selber sich vor ein paar Jahren noch darüber aufgeregt haben, dass sie geschwänzt haben. Das ist inzwischen schon vergessen. Nein, dieser Moment war für die Durchsetzungsfähigkeit von Friday for Future existenziell. Hätte man in seiner Freizeit irgendwo rumgelatscht, wären erstens nicht 1500 Leute gekommen und zweitens hätte es vielleicht ein Foto in der Zeitung gegeben und das war's. Aber dadurch, dass das jetzt provokant auftrat, hat es eine andere Wirkung. Aber nochmal zurück zu Rosa Parks.
es wurde halt aufgegriffen, dann also auch durch die Reaktion der Staatsmacht wurde es dann aufgegriffen von anderen und war dann sehr schnell eingebettet in sehr unterschiedlich. Es gab dann diesen Busboykott und daraus entstand eine ziemlich starke, Martin Luther King ist dadurch auch sehr stark mit angesprochen worden, eine sehr starke Befreiungsbewegung gegen die Apartheid. Solche Vorgänge gibt es ähnliche, wo so ganz einzelne Aktionen, so in der Nachbetrachtung ist es wahrscheinlich ein bisschen überhöht, so wirken, als wenn die bei Debatten, die elend sind und wo man nicht vorwärts kommt, einen Durchbruch erzielen konnten. Eine sehr ähnliche Geschichte, Deutschland nach 1945. Ihr könnt euch bestimmt alle noch erinnern. Nein, also, ihr wisst es aus dem Geschichtsbuch, vermutlich, hoffentlich, dass nach 1945 eine Restauration im Wesentlichen der auch im Nationalsozialismus herrschenden Verhältnisse stattgefunden hat. Also man hat im Wesentlichen dieselben Leute wieder reingebracht, egal ob es jetzt der Verfassungsschutz war oder bei der Begründung der Bundeswehr oder der Bundesgerichtshof, führende Politiker und so weiter, das waren alles irgendwelche ehemaligen Nazis. Jetzt gab es zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon antifaschistische Gruppen, denen das tierisch auf den Wecker ging und die halt versucht haben, daran irgendwas zu verändern und wenig Erfolg haben. Das muss sehr frustrierend für die in der Zeit gewesen sein. Kommunistinnen und Kommunisten standen vor denselben Faschorichtern wieder und wurden wieder in den Knast geworfen, ihre Parteien wurden wieder verboten. Alles Geschichtswissen, was kein Geheimnis ist. Beate Klaasfeld war Teil einer solchen antifaschistischen Gruppe, frustriert, dass da nichts mehr ging und überlegte sich dann mal ein Zeichen zu setzen. Sie hatte das sogar vorher Leuten noch angekündigt. Das war eigentlich bekannt, dass sie das machen wollte. Aber damals waren auch die Sicherheitsverhältnisse noch vielleicht ein bisschen anders. Und es kam zu dieser Situation, dass das Podium eines CDU-Parteitags, es gibt kein besseres Foto leider von dieser Situation, Beate Klaasfeld schafft es irgendwie, sich durch diese Securities durchzumogeln und ohrfeigt öffentlich den damaligen Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger, vormals NSDAP-Mitglied. Haut ihm eine runter und brüllt Nazi, Nazi. Der Staat reagiert sofort, schleicht sie da raus, standrechtlich ein Jahr verurteilt. Alles das hilft. Und dieser Vorgang hat einen erheblichen Einfluss auf die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit führender Persönlichkeiten in Nazi-Deutschland. Ich finde, super zielgenau. Überlegt, gut vermittelt. Weiteres Beispiel, das ist nicht so bekannt, also für Leute, die sich mit feministischen Geschichten auseinandergesetzt haben, kennen das vielleicht oder so. Alle anderen können sich das vielleicht auch vorstellen, also die dunklen Phasen des Patriarchats, jetzt leben wir immer noch in solchen, aber nicht mehr so dunkel wie damals, also das kann man sehr gut an diesem Fallbeispiel auch sehen. Damals waren Frauen, also und das ging so bis in die 70er Jahre hinein, wesentliche Teile des Sports verboten. Dahinter steckten jede Menge ideologischer Begründungen, also Ideologie versteckt sich ja häufig hinter Wissenschaft, auch ein wichtiger Gesichtspunkt, weil auch manchmal so eine Wissenschaftsgläubigkeit ja so tut, als wäre die Wissenschaft dem Kapitalismus und der Ideologiekritik irgendwie entwichen und das ist natürlich Unsinn. Also sie sind auch immer den gesellschaftlichen Diskursen unterworfen und so produzierte die Wissenschaft damals die absurdesten Begründungen dafür, warum Frauen dies und jenes und so weiter, also diese Rollenklischees in der Gesellschaft. Und eine Geschichte ist, Frauen dürfen keinen Sport machen, insbesondere auch keinen Langlauf zum Beispiel. Da gab es die Theorie, dass da die Gebärmutter rausfallen würde. Also das ist teilweise so absurd, dass man sich so denkt, das kann doch nicht sein, dass irgendwann mal Menschen so einen totalen Unsinn geglaubt haben. Aber so war es. Also Marathon zum Beispiel durften Frauen nicht laufen, weil dann die Straße voller Gebärmutter liegt. Catherine Switzer, 1967 in Boston, findet das nicht toll. Trainiert schon länger für den Marathon, zusammen mit Männern, also viele, es gab ja in dem Sinne keine Frauensportgruppen, die das gemacht haben, und meldet sich dann 1967 zum Boston-Marathon an, unter K.Switzer. Schönes kaltes Wetter, so kann sie eine Mütze aufsetzen, einen Schlabberpulli, und tatsächlich kommt sie durch die Anmeldung durch mit der Startnummer 261. Während des Rennens wird sie von der Rennleitung entdeckt, die jetzt da heranfährt und sie gewaltsam aus dem entziehen wird. Dadurch entsteht diese Situation. Es gibt einen robusten Einsatz von Männern, die Frauen verteidigen, ist jetzt nicht wirklich antipatriarchal, aber gut, die Rennleitung mit deutlicher körperlicher Gewalt an diesem Akt hindern. Catherine Switzer läuft diesen Marathon zu Ende und erzeugt damit eine erhebliche Diskussion, die unter anderem auch dazu führt, dass Frauen Marathon laufen können. Der Rennleiter, also der da versucht hat, Catherine Switzer rauszuholen, wird einige Jahre später einer der großen Befürworter dessen, dass Frauen Marathon laufen.
Vielleicht will er aber auch immer nur oben schwimmen. Ich weiß nicht. Ich kenne ihn. So, also dieses Prinzip der direkten Aktion ist dann in den 68ern zu einer erheblichen Blüte gekommen. Also da könnte ich jetzt unendlich viele Fotos zeigen von irgendwelchen Aktionen, die da gemacht wurden. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch, wie einfach es damals war, provokante Aktionen zu setzen, weil diese Gesellschaft in ihrer Prüderie auf die simpelsten Dinge ungemein abgefahren reagierte. Also es war wirklich nicht schwierig, auf die Titelseite der Bild-Zeitung zu kommen. Also so war es zum Beispiel zu der damaligen Zeit sehr weit verbreitet, Nacktaktionen zu machen. Da musstest du dir gar nichts anderes mehr ausdenken. Du musstest nur nackt sein. Also da gab es verschiedenste solche Formate. Das würde heute so nicht mehr gehen. Also wir nähern uns dem vielleicht wieder. Auch feministische Aktionen haben damit viel gearbeitet. Auch in Gerichtssälen gab es zu der damaligen Zeit sehr provokante Aktionen. Also Dinge, die wir uns heute, also in unseren Kreativkreisen wird das zwar mitunter auch diskutiert, Gerichtssäle zu Bühnen zu machen, aber wie meinetwegen Teufel auf das Pult vom Richter zu springen, die Hose runterzuziehen und einen Haufen draufzusetzen. Nein. Das ist auch heute noch unvorstellbar. Also ob das jetzt eine zielgenaue, inhaltlich gut vermittelte Aktion ist, darüber ließe sich streiten. Aber ein Erregungskorridor dürfte es ergeben. Genau, okay, ich rufe nochmal zwei Bilder auf, die ihr schon gesehen habt, weil mir nochmal ein Aspekt wichtig ist, nämlich der mit der Gewaltfreiheit. Rosa Parks und Beate Glasfeld, finde ich, wenn ich diese beiden Aktionen miteinander vergleiche, gut vorbereitet, zielgenau, inhaltlich gut vermittelt und so weiter und so fort, so entdecke ich, wenn ich diese Fragen mir angucke, dass diese Aktion eigentlich in allen relevanten Punkten vor allen Dingen ähnlich ist. Aber in dem Punkt der Gewaltanwendung gegen Menschen diagonal gegenübersteht. Also ich finde, diese beiden Aktionen im Vergleich machen relativ deutlich klar, dass dieses Kriterium Gewalt gut oder Gewalt schlecht, gibt ja solche und solche, es gibt die Militanzfetischisten, und es gibt die dogmatisch Gewaltfreien, ja beide an diesem Kriterium Qualitäten festmachen wollen. Also ich finde diese beiden Aktionen, man muss dann jeweils die eine Scheiße finden. Aber ich finde, sie sind vor allen Dingen so ähnlich. Gut, durch das Zeitalter der Bundfotografie könnte ich jetzt natürlich einen Abend machen oder so ein paar Wochen hier so. Das will ich aber natürlich nicht machen. Friedensbewegung, Umweltbewegung, antirassistische Aktionen, also Carola Rakete und dieses Schiff da, wo sie halt diese Hafensperre durchbrochen hat, das sind natürlich alles provokante Aktionen, die ungemein wichtig waren, um die Debatte stark voranzubringen. Ich will aber etwas anderes machen, nämlich an einem Beispiel es mal deutlich machen, auch wie erfolgreich das sein kann. Das ist ein Beispiel, was zum Teil auch in Gießen gespielt hat, was jetzt nicht mehr Zufall ist und das vielleicht einige auch noch sich erinnern können, weil es nicht ganz so lange her ist, nämlich die Agrogentechnik. Das ist jedenfalls in meiner politischen Laufbahn, die ja jetzt schon ein bisschen länger ist, also ich bin ja jetzt seit 45 Jahren Vollzeitaktivist so und an vielen Sachen beteiligt, würde ich diese Aktionsserie immer als die erfolgreichste ansehen. Wir haben eine mit Milliarden gefütterte, extrem gepushte Technik komplett besiegen können, jedenfalls in der Fläche. Es gibt seit 2012 in Deutschland auf keiner Fläche mehr irgendwie gentechnisch veränderte Organismen. Das ist eine sehr lange Entwicklung, wo sehr viele unterschiedliche Aktionen ineinander gegriffen haben. Da gab es auch Distanzierung voneinander, das macht es ja immer schlecht, aber es war auch immer wieder möglich, das gemeinsam darzustellen und das war relativ wichtig. Also es ging los Anfang der 90er, also 1990 war das erste Angeberfeld. Wer die Geschichte mal nachlesen will, die ist also echt auch geil. Dieses erste Angeberfeld war Max-Planck-Institut in Köln, wo die so ein paar Petunien eingepflanzt haben und gesagt haben, wir beherrschen jetzt die Natur. Also die haben es wirklich so angekündigt. Wir können jetzt genau sagen, welche Blüten in welcher Farbe und so da rauskommen, das wissen jetzt alles ganz genau. Die Natur ist jetzt nicht mehr da. Dann haben sie das Feld angelegt und die Blüten waren alle ganz anders gefärbt. Und es gibt so ein geiles Fernsehinterview, wo sie dann da so sitzen und so sagen. Wovon das abhängt und wie das abläuft, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das ist etwas, was wir also überhaupt nicht verstehen. Das ist wirklich die Überraschung. Trotzdem haben die natürlich weitergemacht. Der Kapitalismus drängt auf Profit. Da geht es ja dann nur um Profit und nicht um irgendwelche anderen Dinge. Und so gab es ab 92 die ersten Felder. Und es gab sehr lustige Aktionsformen. Die Hauptaktionsform der provokanten Aktionen waren immer die Feldbesetzungen. Du besetzt das Feld vorher, versuchst die Aussaat zu verhindern, indem du da irgendwelche Lock-Ons anbringst oder irgendwelche Erdhöhlen baust oder irgendwelche Freeports baust und dich da oben festketten. Also da war noch nicht das Zeitalter der Waldbesetzung. Das ist jetzt ja gerade hip.
weil mit Bäumen besetzt ist natürlich auf dem Acker, wo Gerste steht, nicht so viel möglich. Also musste man da andere Bodenstrukturen oder sowas machen. Das ist das erste Feld, was es in der Nähe gab, in der Wetterau in Melbach, im Ortsteil von Wölfersheim. Das war das erste Genfeld, was ich mitbesetzt habe, 1995 bis 1997. Sehr erbitterte Auseinandersetzungen das ganze Jahr über, weil dort sowohl Raps wie auch Mais wie auch Rüben angebaut wurden. Und Raps wird ja schon im Herbst ausgesät und das heißt, du besetzt eigentlich das ganze Jahr. Und es wurde immer wieder geräumt und immer wieder kaputt gemacht, also auch Feldzerstörungen, also die sogenannte Feldbefreiung, wo man es hinterher dann kaputt macht. Gerade in der Kombination sehr interessant, weil die nächtliche Kaputtmachaktion sich ja sehr schwer inhaltlich vermitteln kann. Aber wenn das Feld vorher besetzt wurde und du hast da Veranstaltungen gemacht, Flyer verteilt, Demos gemacht, dann wird es geräumt und dann wird es kaputt gemacht, ist das Kaputtmachen vermittelt sich selbst. Also alle wissen, weil es das Vorspiel gab. Es gab dann am Ende der 90er ein Moratorium und es hörte so ein bisschen auf mit der Gentechnik. Der Widerstand war da auch schon relativ stark. Man muss sich das so vorstellen, politische Bewegung hat auch immer Moden. Was heute Klimaschutz ist, war damals Gentechnik. Also die ganze Ökobewegung hat nur über Gentechnik geredet. Ich finde sowas ja immer ein bisschen verkürzt. Ich habe das schon erzählt, die Kür ist, wenn du den Gesamtzusammenhang machst. Das führte dann dazu, dass in den Läden überall Gentechnik frei drauf stand, als Verkaufsargument. Der Kapitalismus nimmt sich ja alles. Das heißt, du hattest dann irgendwelches Fleisch aus der übelsten Massentierhaltung. Aber das Futter war halt nicht gentechnisch, sondern der Amazonas wurde für nicht gentechnisches Soja umgenietet. Und das war dann gut. Also wenn man so verkürzte Brillen hat, hat man da immer einige Probleme. Mitte der Nullerjahre ging es dann wieder los nach dieser Pause. Und wieder kam es zu diesen unterschiedlichen Aktionsformen. Manches waren große Aktionen auf Äckern von Landwirten vor allen Dingen. Der Maismann 810, der ja teilweise auf 10 Hektar Flächen angebaut wurde. Aber gerade so im Kreativaktivismus war immer die Überlegung, wir müssen die Felder kaputt kriegen, wo die Pflanzen entwickelt werden. Wenn die erstmal zu hunderten Hektar in der Landschaft stehen, dann ist es eigentlich zu spät. Die brauchen aber kleine Parzellen, um ihre Pflanzen auszutesten, um überhaupt die Pflanze zu entwickeln, aus dem Labor mal rauszubringen und die kaputt zu machen. So etwas gab es ja hier in Gießen auch solche Felder, mehrere, und die sind auch kaputt gemacht worden oder besetzt worden. Das hier ist zum Beispiel eine Aktion in Gatersleben. Auch deshalb eine faszinierende Aktion, weil die haben das dann so gemacht, heimlich angefangen, weil wenn du das öffentlich machst, dann kriegst du das Feld in der Regel ja nicht kaputt. Wenn du es aber nicht öffentlich machst, dann kann es auch passieren, habe ich auch mal aus Rostock erlebt, da wurde ein Feld zerstört und am nächsten Tag stand in der Zeitung, naja, natürlich am übernächsten Tag, Wildschweinschaden. Ne? Das ist auch ein Teil der Wirkung dann weg. Die haben das jetzt so gemacht, das ist der einzige Fall dieser Art, dass sie heimlich angefangen haben und als sie dann so halb fertig waren, haben sie es öffentlich gemacht. Das heißt, sie haben natürlich auch einen großen Prozess gekriegt. Und auch dieser Prozess, da kann man sehen, dass das auch Teil von Aktionen ist, das so zu begreifen. Die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht ist die verlängerte Aktion. Dieser Prozess ist tatsächlich ein bisschen legendär. Das ist der letzte, der noch geführt wurde und führte 2013 zu einer sehr relevanten Revisionsentscheidung beim Oberlandesgericht Naumburg. Also die haben sich halt verteidigt. Nicht nach dem Motto, wir haben das nicht gemacht, kann man bei solchen Kameraaufnahmen ja nicht behaupten. Sondern sie haben halt gesagt, nach dem rechtfertigenden Notstand, § 34 Strafgesetzbuch, super interessant, den mal zu lesen, der eigentliche Widerstandsparagraf, nicht dieser alberne im Grundgesetz, mit dem kann man nichts anfangen, dass du halt Straftaten begehen darfst, wenn du höhere Rechtsgüter schützt und nichts anderes hilft. Und dann haben wir das nachzuweisen versucht, ich war der Verteidiger in dem Prozess, haben wir das nachzuweisen versucht, dass die Behörden versagen und eng verflochten sind, also Drehtüreffekte zwischen Konzernen und den Behörden und so weiter, alles Mögliche. Und das Gericht, Landgericht Magdeburg war das, hat gesagt, nee, ist egal, hat verurteilt, habe ich die Revision geschrieben, Oberlandesgericht Naumburg und gewonnen. Und das wurde dann zurückverwiesen, hätte wiederholt werden müssen und die hätten das diese ganzen Behörden halt vorladen müssen. Und das haben sie natürlich gedacht, ach du Scheiße, und haben den Prozess auf Staatskosten eingestellt. Also das ist ein Millionenschaden. Bestens dokumentiert, die sind nicht verurteilt worden. Besetzung gab es eben auch. Das ist eins der Gießener Felder in Groß-Gerau. Da hat die Uni Gießen auch eine Versuchsanstalt. Und weil ich eben fand, dass diese Dinge, die waren halt sehr, sehr öffentlichkeitswirksam oder so etwas, finde ich, sollten wir diese Baustelle Agrogentechnik Hochkantaktion auch nochmal als kleines Filmchen genießen. Die ganz große Zeit der Umweltaktivisten ist doch eigentlich vorbei, oder? Wer demonstriert denn noch gegen Landebahnen oder Atomkraftwerke? Hier in Gießen habe ich aber ein paar Leute entdeckt, die das anscheinend noch machen. Und hier geht es anscheinend um Gentechnik. Worum genau, das schaue ich mir jetzt mal an. La, 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 la.
erstmal hinkommen für lauter Schlamm. Mitten auf dem Versuchsfeld der Gießener Uni hat es sich ein Häufchen Gengegner, sagen wir mal, gemütlich gemacht. Zur Begrüßung gibt's für mich ein Stückchen Möhrenkuchen. Seit einer Woche campen die Aktivisten hier. Ihr Motto: weg mit dem Gendreck. Warum seid ihr hier? Also die Fläche, auf der wir sitzen, ist ein Genversuchsfeld. Hier wird seit 2006 transgene Gerste angebaut. Und nachdem es 2 Jahre lang angegriffen wurde, nach der Aussaat, teil oder ganz zerstört wurde, haben wir gesagt, dieses Jahr, darauf wollen wir gar nicht hoffen, dass wieder irgendwelche Leute es kaputt machen. Wir besetzen es vorher. Der Versuch fängt gar nicht erst an. Jörg Bergstedt, in Gießen bekannt wie ein bunter Hund. Besonders Polizei und Justizbehörden bringt der Ökoaktivist mit seinen Aktionen gerne mal auf die Palme. Seit Jahren kämpfen er und seine Freunde auch gegen die gentechnischen Freilandversuche der Gießener Uni. Sabotage und Provokation gehören zum Handwerk. Also ich fühle mich hier recht wohl und lässt sich eine Weile aushalten, bis das die Polizei einen dann vielleicht runtergeholt hat. Diese Aktion geht direkt ran, erregt. Die Leute sind richtig erregt teilweise. Es beschimpfen uns auch welche. Letztendlich ist das ein Effekt, den ich haben will. Es geht ihnen offensichtlich nahe, ich komme in Diskussion. Und das ist der Hauptzweck. Nicht nur, dass wir das hier verhindern, sondern dass wir eine Diskussion anzetteln, dass hier in Gießen sich Leute auch zeigen und auch Protest zeigen und sich selber auch mehr Mut haben. Die Methode funktioniert erst. Gestern musste die Uni ein Versuchsprojekt auf einem anderen Feld wegen Bürgerprotesten beenden. Und mein Besuch beim Unipräsidenten zeigt, langsam sind die Wissenschaftler genervt. Also eine sehr fundamentalistische Diskussion, ja, die Nutzen und Schaden eigentlich nicht mehr abwägt, ja, und wo man natürlich auch sehen muss, und das ist durchaus eine Erwägung, die Universität Gießen ist natürlich mit ihren agrarwissenschaftlichen Forschungen im internationalen Wettbewerb und dort sind diese Diskussionen teilweise unbekannt. Den Aktivisten ist das egal. Sie wollen das Gießener Feld weiter besetzen, bis die Uni sie verjagt oder auf Freilandversuche mit genmanipulierten Pflanzen verzichtet. Ja, und irgendwann war es dann vorbei. Auch dieses Ende super spektakulär. Also durch diese ganzen Aktionen wurden die Flächen immer mehr zusammengelegt. Am Ende gab es nur noch 2 riesige Flächen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, also richtig große. Da waren auch von der Uni Gießen zum Beispiel die Felder. Die wurden dann hoch bewacht. Und im Juli 2011 sind innerhalb von 48 Stunden beide überfallen worden. Die Handynetze fielen aus, die Wachleute wurden eingesperrt. Sie wurden sehr nett behandelt offenbar, aber sie wurden eingesperrt. Die Polizei konnte nicht gerufen werden. Alles wurde zerstört, es gab keine Spuren hinter oder so etwas. Also irgendwie so eine seltsame Attacke von Aliens. Und danach haben dann die Firmen in Deutschland beschlossen, wir machen hier nichts mehr. Es sind natürlich überwiegend Global Player, die dann in anderen Ländern halt was machen. Aber hier passierte nichts mehr, außer die Polizei, das ist die schlechteste Laune offenbar hatte, weil die nie irgendwelche Leute gefangen hat. Jedenfalls die es heimlich gemacht haben, die Felder besetzt haben, haben sie natürlich gesehen. Und die haben noch 2012 das letzte Feld in Deutschland angelegt, eine Falle, getarnt als BASF-Feld und eine Falle des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt. Und dieses Feld ist angegriffen und zerstört worden, alle Fallen haben versagt. Also das Desaster der Polizei ist ziemlich hoch. Jetzt manche vielleicht im Raum hier, die noch klar denken können, überlegen sich vielleicht, woher weiß er das eigentlich alles, dass der Täter wissen. Also ich habe ja schon mehrfach betont, sich mit der Staatsgewalt auseinanderzusetzen hat nicht nur Nachteile. Hat auch Nachteile, aber nicht nur. Nach diesen Überfällen wurde ich überwacht, weil die sich überlegt haben, wer kann hinter sowas stecken. Und wenn du überwacht wirst, das kriegst du ja nicht mit. Manchmal kriegst du es auch mit, aber meistens kriegt man es nicht mit. Und entweder wirst du dann hinterher verhaftet, oder aber du kriegst eine Mitteilung, dass du überwacht worden bist, aber der Tatverdacht dich nicht bestätigt hat. So war das bei mir. Also entweder war ich es nicht oder ein guter Schauspieler. Auf jeden Fall, und dann kommt das Geile, hast du Akteneinsichtsrecht. Und diese Akte, die ist einfach so geil gewesen. Und da sind die ganze Vernehmung von den Wachschützern und die ganzen Spurenanalysen, das ist aber nicht faktisches Täter. Ich fand das ja auch alles so spannend. Wir haben das zu einem Roman verarbeitet hinter den Laboren. Das ist ein fiktiver Roman zwar, aber alles, was da drin steht, ist passiert. Nur woanders. Auch hier will ich nochmal darauf hinweisen, diese letzten Genversuchsfelder waren nicht mehr zerstörbar, nach den Unterlagen, die ich da so wahrgenommen habe, ohne dass die Wachleute unter Androhung von Gewalt, offensichtlich ist ja nicht zu Gewalt gekommen, in ihre Wachhäuschen gebracht und dort eingesperrt wurden. Das heißt, auch hier haben wir eine Attacke auf Menschen, die so nicht schön ist, die mindestens psychisch belastend sein könnte. Aber ohne das hätte es diese Aktionen so nicht mehr gegeben.
das Ganze war eingebettet in eine Vielzahl anderer Aktionen und das macht natürlich diese Stärke auch aus, dass hier sehr viele Akteure da waren. Was ich auch spannend fand, gerade aus der Ecke derer, die Felder zerstört und Felder befreit haben, sind auch wesentliche inhaltliche Impulse ausgegangen. Zum Beispiel kam aus dieser Ecke die relevanteste Recherche über Seilschaften, wer hängt mit wem zusammen, dann irgendwann in diesem Buch Monsanto auf Deutsch veröffentlicht. Und wie ich schon sagte, wer das alles noch mal ein bisschen genauer nachgucken kann, es gibt einerseits den Film Aufstieg und Fall einer Patentlösung. Auf YouTube kann man sich den angucken, das am Beispiel mit Mecklenburg-Vorpommern mal aufgezeigt, wie das alles gepusht wurde und wie es da niedergekämpft wurde. Viele Interviews mit den Nachbarn der Felder, was sie so beobachtet haben und viele Bilder auch aus Polizeivideos, was da alles so passiert ist und eben dieser Roman, den ich vorhin schon. Ich finde, dass das meiste auch bei der Gentechnik sehr viel Inhalt, sehr viel Genauigkeit oder so etwas hatte. Es gab einige Unterschiedlichkeiten, manche Aktionen waren gewaltfrei, manche nicht. Aber auch das finde ich ja insgesamt nicht besonders relevant. Legal war vieles nicht, aber auch hier die Grenzziehung, was Kreativität alles kann. Also wenn du ein solches Feld besetzt, ist das Hausfriedensbruch. Aber bei allen Feldern war immer das Tor offen und es stand ein Schild dort, Tag der offenen Tür, herzlich willkommen. Und es hat nie einen einzigen Prozess wegen der Besetzung von Genförderungsfeldern gegeben. Weil sie hätten nachweisen müssen, dass dieses Schild von den Leuten aufgestellt wurde, die dann da waren. Also das geht bei allem, wenn ihr mal eine Hausbesetzung oder sowas macht, besorgt euch vorher dieses schöne gelbe Schild, betreten auf eigene Gefahr, schraubt das ein paar Tage vorher an die Hauswand und geht dann in das Haus rein. Und dieses Schild ist eine Erlaubnis. Dann ist es kein Hausfriedensbruch. Eine der schönsten Sachen eigentlich aus dem Widerstand der Gentechnik fand ich auch noch, dass als das erfolgreich lief, die Leute, diese Kreativaktivisten, nicht jetzt einen Verband gegründet haben, Spenden eingesammelt haben und sich zu Präsidenten gewählt haben oder so etwas, sondern gesagt haben, das war super, mit diesem Know-how gehen wir jetzt mal in andere Sachen rein. Etliche Tierrechtsaktionen, Besetzung Tierversuchslabor Böhringer in Hannover, Besetzung der Schlachtfabrik Baustelle Wietze, die Besetzung des Kelzerbacher Waldes, Nordlandebahn, Frankfurt und die Besetzung des Hambacher Forstes wurden auf Genversuchsfeldern besprochen. Und das finde ich auch etwas sehr Schönes, würde ich auch immer empfehlen, dass man rechtzeitig, bevor eine Bewegung im Sande verläuft, es hinkriegt, die Kurve zu kriegen zu etwas Neuem. Also dass man dieses Erstarren und spätestens, wenn man Verbände gründet und Hauptamtliche einstellt, dann sind ja diese Verbände, die gehen ja nicht mehr weg. Ne? Die sind ja so ein Selbsterhalt über Jahrzehnte und das ist eigentlich Elend. Also, dass man etwas Neues startet mit der Kraft in dem Moment, wo man so gerade da drin ist. Hambi und dann später der Danny. Das ist jetzt so nah dran, dass einige das kennen werden. Den Herrenwald, der erste Wald, der angegriffen wurde. Oder irgendwelche solche abgefahrenen Strukturen, die heute ein bisschen durchschnittlich sind bei den Besetzungen. Also, Lützi, Fechi oder so, da sind solche Strukturen ja dann auch immer wieder gemacht. Also das fand ich auch sehr schön beim Danny, die haben ja im Nachhinein eine ganze Broschüre geschrieben darüber, welche neuen Überlegungen, Techniken und was hat sich als gut, was als schlechtes herausgestellt, kann man sich herunterladen oder so etwas. Das ist auch eine sehr schöne Art der Weitergabe von Know-how oder sowas, weil das ist eigentlich auch etwas, was wichtig ist, dass wir das immer auch nutzen, unsere Aktionen nicht nur um politische Wirkung zu machen, sondern auch um Diskussionen in Gang zu schieben und uns selber weiter voranzubringen. Ihr wisst alle selber, bei der A49, die haben wir nicht verhindern können. Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Widerstand dort eine Menge Wirkung gehabt hat. Also dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, das eine einzige Ziel unbedingt zu erreichen und dann frustriert zu sein, sondern eben die Aktionen so auszulegen, dass sie eine gesellschaftliche Breitenwirkung bei der inhaltlichen Vermittlung hat. Sodass, wenn da noch die Autobahn gebaut ist, es wenigstens die letzte ist. Oder wenn da Nazi-Aufmarsch nochmal durchkommt, es wenigstens der letzte ist. Oder was auch immer. Einen schönen Moment fand ich, an dem 1. Oktober 2020 wurde ja der Herrenwald angegriffen. Und dann machten die ein interessantes Manöver, was selbst ich mich völlig überrascht hat und alle so. Also das war, ich habe sogar noch, weiß ich, am Abend davor gesagt, das glaube ich nicht. Aber sie haben jedenfalls plötzlich gewechselt und obwohl sie mit dem Herrenwald noch nicht fertig waren, haben sie den Marenbacher Wald angegriffen. Und da waren ganz viele nicht so richtig gut drauf vorbereitet und ich stand dann da auch am Rande davon. Also erst war ich mit drin, aber dann wollten wir nochmal versuchen, eine Klage dagegen einzureichen. Deshalb musste ich aus dem eigentlichen Kampfgebiet da raus. Und
dann bin ich mit einem Anwohner, da haben wir dann halt so einen Fax raus mit einem Anwalt und sonst was. Und dann sind wir wieder zurückgegangen und dann war da natürlich so eine Polizeikette um diese ganze Wohnungsbereiche. Also wir kamen halt mehr rein. Da standen unglaublich viele frustrierte Leute rum. Und die einen weinten und die anderen gröhlten und man hörte die Kettensägen und die Leute schreien, die da von den Bauern runtergemacht haben. Es wäre ein richtiger Scheißtag geworden. Und dann habe ich die Leute gesagt, hallo, wollen wir uns hier mal zusammensetzen? Der Tag darf so nicht laufen. Wir müssen in Aktion kommen. Wir müssen irgendetwas tun, dass wir hier nicht einen Jammertag verbringen, der niemandem irgendwas nützt. Und das war der Moment, in dem die Idee entstand, den Kreisel in Homberg oben zu einem wichtigen Aktionspunkt zu machen. Die Leute sind dann losgefahren und haben den Kreisel in Homberg umbesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bild von dem Tag ist oder von einem anderen. Wir haben es ja häufiger gemacht. Und ich habe mit denen hinterher immer auch mal wieder gesprochen. Also ich war ja dann insgesamt jemand, der mehr mit den Bürgerinitiativen und die empowert hat, als auf den Bäumen rumgekraxelt sein. Ich kann auch gar nicht blättern. Die haben mir das erzählt, wie wichtig das für die war, an diesem Tag nicht da so unterzugehen, sondern in Aktion zu kommen. Das war ja nachher ein wichtiges Rückgrat dieser Ü60-Gruppe, die von so einem weißen Overalls morgens um 5 oder sowas in den Wald hineingestapft sind und jeden Morgen die Polizei erstmal genervt haben, weil erstmal musste man die rausschmeißen. Also das hat einfach viel damit zu tun, auch dieses Empowerment von sich selber in der Aktion zu erleben. Das kriege ich halt nicht hin, wenn ich dann nur daneben stehe. Ich hatte es schon kritisch angemerkt und das fand ich da dann auch schade, wie leicht wir immer wieder dafür zu kriegen sind, vom Thema abzuweichen. Ich würde das echt nicht machen. Und ich glaube auch, dass es die Polizei eher ärgern würde, wenn wir auf ihre Provokation nicht so eingehen würden. Ich weiß nicht, wie schlau die Polizeistrukturen sind. Manche behaupten ja immer, die sind total schlau. Meine Erfahrungen sind da ganz anders. Ich weiß nicht, ob die das richtig planen, uns zu provozieren. Und die erzählen dann die ganze Zeit, dass wir gewalttätig sind und dann kommt von uns auch nur zurück, nein, die, du hast angefangen, nein, die haben angefangen. Ist ja eigentlich ziemlich lächerlich, was wir dann teilweise dort abziehen. Ich fände das schön, wenn wir mehr Souveränität hätten und im Zweifelsfall immer, ach schön, dass sie auch kommen, den Wald zu verteidigen. Ach, wollen sie gar nicht, naja, oder nicht. Wie auch immer, also viel lässiger auf die Polizei reagieren. Wir haben ja in Gießen tatsächlich auch mehrfach bei Aktionen, das ist schon lange her, als wir dieses kritische Verhältnis zur Polizei haben. Inzwischen ist es ja sehr entspannt, weil die auch gelernt haben, dass sie nicht immer gewinnen. Aber damals war das noch viel anders und da haben wir mehrfach so bei Aktionen, die immer begrüßen, so, ah schön, die Abteilung von der Gewerkschaft, der Polizei kommt auch und macht ja bei uns, die können ja nicht weggehen, ne? Die müssen ja da bleiben. Und wir haben eigentlich immer nur gesagt, so, jetzt sind wir nicht 10 Leute, sondern 20 Leute, einige in Uniform, scheinen unser Anliegen auch mitzuvertreten und so. Man fühlt sich auch besser. Viele dieser Besetzungen waren in den letzten Jahren sehr relevante, provokante Aktionen. Jetzt sind einige geräumt worden in den letzten Wochen. Die hier steht noch, die bleibt auch stehen. Das sind Bilder aus dem Alti. Und auch hier, wenn ich jetzt mal so reingucke, das war sehr unterschiedlich. Aber jetzt haben wir uns auch schon mehr da so ein bisschen drüber unterhalten, bevor diese Tabelle kam, wie das so mit der inhaltlichen Vermittlung war und ob die Besetzung mehr alleine stand. Es gibt auch jetzt noch einige sehr unbekannte Besetzungen, A20 zum Beispiel, die stehen sehr alleine da und man kriegt eigentlich kaum noch mit, dass es sie gibt. Dann können provokante Aktionen Angriffe auf Menschen sein. Tortenattentate. Wer dogmatisch gewaltfrei ist, muss Tortenattentate doof finden. Wer kreativ denkt, denkt vielleicht eher darüber nach, wie lassen die sich noch ein bisschen aufpimpen. So. In Aktionstraining sowas vermittle ich ja gerne oder vermitteln wir gerne sehr viele solcher Ideen. Also wenn ihr mal einen Tortenattentat machen wollt und irgendeiner Person so mal eine Torte reinklatschen wollt, wenn ihr eine Sahnetorte macht, kriegt ihr erstens Ärger und kommt nicht in den Veganhimmel. Und zweitens, es klebt Sahnetorte gar nicht gut. Und du musst dich auch so dahin transportieren. Viel besser ist, eine runde Pappe zu nehmen und eine Dose Rasierschaum. Und dann baust du deine Torte vor Ort. Und wenn du jetzt richtig gut bist, es geht ne, Qualität von Aktion, es geht um inhaltliche Vermittlung, schreibst du auf diese Pappe noch einen Slogan drauf und schaffst es, sie richtig rum ins Gesicht zu drehen. Ja. Die wird da kleben bleiben, komplett. Halbe Sekunde, dann muss das Foto weggemacht werden. Ist der Spruch auch noch zu sehen? Die Person nimmt das dann, reißt aus dem Gesicht, der reißt der Rasierschaum wird hängen bleiben und eine Anzeige wegen Körperverletzung ist schwierig, denn Rasierschaum ist fürs Gesicht da. Also du kannst eigentlich aus jeder Aktionsform noch sehr viel rausholen. Nicht, ob du die gut findest oder nicht, das ist eine andere Frage. Das müssen alle mal selber entscheiden, aber aus allem kannst du noch sehr viel rausholen. Also,
Beatrix von Storch hat, glaube ich, schon eine Menge von Torten essen dürfen. Die Tomatenwürfe sind vielleicht auch den häufig bekannt, aber auch für die feministische Bewegung sehr, sehr wichtig. Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle vielleicht noch entscheidend ist, ist, sich zu überlegen, was vermittelt was, die Zielgenauigkeit. Das ist nicht nur der Ort oder die Person, sondern auch das Wurfgeschoss. Jedes Wurfgeschoss hat eine bestimmte Symbolik. Und die ist bereits ziemlich interessant. Also so eine Torte, wenn ich dich jetzt torte, dann wissen alle, ich finde dich irgendwie doof oder du hast was Doofes gemacht. Das ist irgendwie klar. Nicht so, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Die Tomate, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich das herausfinden kann, ob die nicht durch diese Aktion, also die Tomatenwürfe auf die SDS-Macker der Anfänge der feministischen Bewegung in den 68ern, ob die Tomate nicht erst dieses Symbol durch diese Aktion gekriegt hat oder ob die vorher schon da war, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr, sehr symbolisch, mag mit der Farbe auch zusammenhängen, keine Ahnung. Und so haben verschiedene Sachen. Wenn man natürlich Scheiße wirft, dann ist das natürlich ein Ausdruck von, ich finde dich super eklig. Sonst allerdings möglicherweise nicht sonderlich viel niveauvoller Inhalt. Eier ist ähnlich. Militanzdebatte an dieser Stelle auch nochmal aufgegriffen. Das hier hatten wir ja schon gesehen. Die Ohrfeige, dadurch, dass mit den Rufen Nazi, Nazi oder sowas verbunden, die Zielgenauigkeit, ohne die würde es vielleicht ein bisschen willkürlich wirken. Also ich würde gerne mal sagen, nichts steht von vornherein fest. Alles lohnt sich bei Aktionen zu überlegen, diese Qualitätskriterien, sodass ich auch denke, das Böseste von den Machthabern, was sie am bösesten finden oder was am meisten stigmatisiert wird, ist ja immer der Steinwurf. Auch hier gibt es eine Menge von Beispielen, wo sehr gezielte Sachen stattgefunden haben. Und das Absurdeste finde ich immer, dass die, die bei Steinwürfen immer ganz krass abgehen, selber in ihren Geschichtsbüchern, vielleicht könnt ihr euch an das folgende Bild auch tatsächlich noch erinnern, selber einräumen, dass es immer darauf ankommt, auf den Kontext und worauf du zielst. Dieses Bild hier ist der gute Steinwurf in Deutschland. Weil der Panzer ist ein sowjetischer Panzer. Eine unfassbar sinnlose Aktion. Sehr selbstgefährdend, würde ich mal vorsichtig sagen. Und wenn dieses Foto nicht entstanden wäre, tatsächlich vollkommen wirkungslos. Aber das Foto ist halt zufällig entstanden. Es wird heute in der Geschichtsfrage 17. Juni 1953 Aufstand in der DDR gegen die sowjetische Besatzung. Und das ist dann plötzlich gut. Das heißt also, alles ist kontextabhängig. Das sagen selbst die Herrschenden mit diesem Bild. Und ich finde, das gilt für uns auch. Aber das ist ja nicht ein Aufruf, damit leichtfertig umzugehen, sondern im Gegensatz. Wir haben alle unseren Kopf und können Aktionen abwägen in der Wirkung, damit sie maximale Wirkung haben, zielgenau sind. Und mein zweites Beispiel, an dem ich das noch mal ein bisschen deutlicher machen will, ist jetzt etwas Lokales. Denn diese Idee provokanter Aktionen wird meistens nur im überregionalen Kontexten wahrgenommen. Sie ist aber viel geiler im Lokalen. So draußen auf dem Dorf ist das nochmal ganz anders. Wenn da jemand auf der Kreuzung klebt, gut, dann ist der Stau nicht so groß. Aber die Wahrnehmung ist nochmal eine ganz andere. Ne? Also ich komme aus Gießen, ne? Da ist es so rundherum. In der Nähe von Gießen, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder so etwas, die sind ja derart provinziell, dass sie sofort völlig überfordert sind. Also diese souveräne Reaktion, die teilweise Bundes- und Landespolitiker mit ihren PR-Abteilungen haben, das findest du ja nicht. Und bei Schwerin wird es wahrscheinlich auch noch sich auf einem mäßigen Niveau halten, was die Politikerinnen, die hier so die Stadt führen, so drauf haben. An strategischem Vermögen, sage ich mal. Und das führt halt dazu, dass die Wirkung von so spektakulären Aktionen im lokalen Rahmen nochmal viel spannender ist. Ich will das an einem Beispiel in Gießen machen, und zwar unseren Verkehrswendeaktionen. Wir machen dort sehr viel. Also das ist ein bisschen traditionell, da ist ja auch in der Nähe die Projektwerkstatt seit 30 Jahren und traditionell gibt es da seit 30 Jahren einen stabilen Kern von 2 bis 5 Leuten, die so vollzeitaktivistisch Kreativaktionen dieser Art machen und dann machen natürlich noch mehr Leute mit. Aber es reicht eigentlich, wenn das relativ wenig sind und im Verkehrswendebereich hat sich das jetzt sehr, sehr spektakulär entwickelt, finde ich so. Also es ist vor allen Dingen im Jahr 2018 losgegangen, haben die normalen Sachen gemacht, das kennt ihr vielleicht. Oben links und Die-In, wo ein Fahrradfahrer überfahren wurde und gestorben ist. Das gibt es in Gießen wie in Schwerin überall wahrscheinlich. Unten rechts diese sogenannten Gehzeuge, kennt ihr vielleicht auch oder sowas. So ein typisches Kreativmittel, Paragraph 25 Straßenverkehrsordnung Absatz 2 sagt, wenn du etwas dabei hast, was nicht auf den Bürgersteig passt, musst du auf der Straße gehen. Das lässt sich herbeiführen, dieses Problem. So eine völlig legale Aktion, die dort stattfindet.
ganz da Transpis anhängen, die sogenannten G-Zeuge ist im Rahmen der Größe eines Autos, kannst du aber auch mit dem Klavier auf einer Sackkarre machen. Oder wir haben auch mal eine Straßenbahn gebaut, weil wir gerne eine Straßenbahn hätten in Gießen und ziehen die immer rum. Die ist halt so groß, die passt nicht auf dem Bürgersteig. Zum Beispiel zu Corona-Zeiten, die Verkehrswende ist auch so stark geworden in Gießen, weil wir eine sehr, sehr geile kreative Reaktion auf diese Corona-Auflagen hatten. Wir haben vor allen Dingen mit diesem Mittel gearbeitet, dass wir dann uns aufgeteilt haben und einzeln auf der Straße, es gab ja generelles Demoverbot, die Verkehrswende Gießen hat diese Verfassungsklage gewonnen am 16.04.2020. Seitdem darf man in Deutschland wieder demonstrieren. Das haben wir auch sofort sehr strategisch gemacht, weil uns das wichtig war. Aber davor haben wir nur solche Aktionen gemacht. Also zum Beispiel auch gegen Frontex haben wir so ein Lager nachgebaut, so mit Stacheldraht und ein paar Figuren reingestellt auf Rollen. Das war halt so groß. Wir durften auch gar nicht das als Demo irgendwo machen, weil es war ja verboten zu dem Zeitpunkt. Wir mussten, hat die Polizei gesagt, damit immer auf der Straße rumfahren. War uns ja recht. Also man kann sich schon Sachen ausdenken, die auch wirklich so klein sind. Also alleine die Vorstellung in Schwerin, baut ihr mal 5 so G-Zeuge und bei jeder Geschichte, wo die ärgern, ob das eine Zwangsräumung ist, eine Abschiebung ist oder was auch immer, ist eure Reaktion nicht, da wieder vorzustehen und zu sagen, deutsche Polizisten schützen die Faschisten. Ist ja irgendwie richtig, der Spruch, aber es ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist auch die Aussage, so dieses Ohnmachtsgefühl kommt da so rüber. Nee, also einfach zu sagen, also wir macht was ihr wollt, wir legen die Stadt lahm. Und immer wenn die Scheiße bauen, gehen 5 oder noch besser 10 Gehzeuge einzeln, wohlgemerkt, eins ist total wichtig, weil ab 2 seid ihr eine Demo und dann gilt die Straßenverkehrsordnung nicht mehr, geht nur einzeln. Der Paragraph 25 gilt nur, wenn ihr einzeln geht. Sonst gilt ja die Straßenverkehrsordnung nicht bei Versammlungsrecht. Hat auch Vorteile in anderen Situationen, aber hier ist es wichtig, dass die Straßenverkehrsordnung gilt, weil nur dann müsst ihr auf der Straße gehen. Sonst können sie euch eine Auflage erteilen, auf dem Fußweg zu gehen bei Versammlung. Also 10 Leute, wie viele große Straßen hat Schwerin? Doch bestimmt nicht mehr als 10. Und da gehen diese Leute lang. Das werden die sich überlegen, ne? Naja, also eine der schönsten, spektakulären Geschichten ist die Kommunikationsguerilla. In Gießen wurde im Januar 2018 dieser Flyer verteilt. Das war damals die Oberbürgermeisterin. Das ist jetzt nicht mehr, das hat aber mit dem Flyer nichts zu tun. Und die Stadt Gießen kündigte an, dass in Gießen jetzt mal der Nulltarif ausprobiert wird. Zu dem Zeitpunkt war die Nulltarifdebatte in Deutschland überhaupt nicht existent. Und der Flyer war in jedem Briefkasten und lag im Rathaus aus und im Bahnhof oder so etwas. 9 Tage lang testet Gießen den Nulltarif. Große Gegenreaktion, das sei eine Fälschung. Es war ein Mega-Ereignis in Gießen. Offensichtlich handelte es sich bei diesem Flyer um ein Fake. Riesig in den Zeitungen und dann, das wurde an einem Freitagabend verteilt, ist vielleicht ganz praktisch für so Fakes, weil die nächste Zeitung, die das dementieren kann, erscheint ja erst dann am Montag. Die Stadtwerke, die Busbetreiber ist von Gießen und die Stadt Gießen, haben sofort am nächsten Tag, also am Samstag noch, groß auf ihren Internetseiten Fälschung, Fälschung, Fälschung und am Sonntag hingen in allen Bushaltestellen in Gießen große Plakate von den Stadtwerken. Achtung, Fälschung, genau mit diesem Text vom Internet, auch genauso layoutet und darunter stand dann Unverschämtheit, bla bla bla, alles falsch. Aber da das die Fahrgäste ja nicht wissen können, würden sie aus Kulanzgründen in diesem Zeitraum auf Kontrollen verzichten. Und dann war noch so ein Absatz, wo sie sich beschwerten über die Aktion, weil das die eigentlich gute Idee des Nulltarifs diskreditiert. Dieses Plakat der Stadtwerke, in dem der Flyer als Fälschung bezeichnet wurde, war selbst natürlich auch eine Fälschung. Und wer das begreift, bemerkt, welche Chance dieses Mittel der Kommunikationsguerilla hat. Auf allen Ebenen. Also wenn du irgendwie durch eine Polizeikette durchkommen willst, dann machen manche autonomen Zusammenhänge Liegestütz. Also genau das Einzige, was die Polizei kann, kämpfen. Nein, nein, du musst mit Kommunikationsguerilla. Also um durch eine Polizeikette zu kommen, brauchst du eine Polizeiuniform. Oder noch besser, eine Postuniform. Postuniform. Und die Stinkeflüssigkeit für den AfD-Parteitag hast du im DHL-Paket. Und du gehst ganz selbstverständlich auf diese Polizeikette zu und sagst nicht, darf ich da mal durch? Kein Postbotin fragt, ob sie da mal durchkommt, weil die darf da ja durch. Und die ist das auch gewöhnt und sowas. Schönen guten Tag und gehst einfach durch. Die werden zur Seite gehen. Sich so ein Know-how anzueignen, also diese Masse, und das sind ja jetzt nur einzelne Beispiele, diese Masse an Know-how. Wenn ihr Bock habt, können wir hier auch mal ein gutes Aktionstraining machen, wo man all diesen Scheiß lernt und dann kann und Schwerin auseinandernimmt. Naja, also es begann jetzt eine ganze Serie von unterschiedlichsten Aktionen zur Verkehrswende in Gießen. Und jetzt kommt wieder der niveauvolle Inhalt.
Wir entwickelten einen kompletten Plan, wie Gießen umgestaltet werden soll. Das ist dieser Plan und man sieht hier diese grünen Punkte, das sind jetzige Autostraßen, die rausgenommen werden sollen und zu Fahrradstraßen werden sollen. Das ist fast die Hälfte der Straßen. Also man teilt sich den Verkehrsraum auf. Die blaue Fläche dort, autofreie Innenstadt. Die roten Linien, die hellroten sind bestehende Bahnlinien und dann wollen wir ein Straßenbahnnetz haben. Das ist hier eingezeichnet, die dunkelroten Linien und so weiter und so fort. Wir wollen fußgängerstarke Kreuzungen mit Rundumgrün haben, dass also alle Fußgängerinnen gleichzeitig grün haben, damit man auch diagonal gehen kann und nicht von einer Verkehrsinsel zur anderen. Und was weiß ich, morgens geht man los, abends kommt man diagonal gegenüber an. Das haben wir da alles eingezeichnet und jetzt unsere Aktionen darauf ausgelegt. Das war total spannend. Also dieser Plan, im Oktober 2018 fertiggestellt, veränderte das Spiel. Wir haben jetzt Aktionen gemacht, wir haben diesen Nachbau der Straßenbahn nach § 25 Straßenverkehrsordnung, habe ich erläutert, auf den Straßen herumgefahren, wo wir auch Straßenbahnen gefordert haben. Und wir haben, was weiß ich, Demo-Anmeldungen gemacht und über Versammlungsrecht die absurdesten Sachen gemacht. Zum Beispiel haben wir mal eine Demo angemeldet, dass eine Kreuzung einen Tag mal mit Rundumgrün laufen soll. Das kann man machen. Also das Demos immer so aussehen, latschen, langweilige Reden hören und dann mal wieder zur Abwechslung latschen. Das steht in keinem Gesetz. Das machen wir freiwillig. Alles, was ein Ausdruck einer politischen Überzeugung nach außen ist, ist eine Versammlung. Wie auch immer wir die gestalten. Also haben wir gesagt, wir wollen dafür demonstrieren, dass diese Kreuzung Rundumgrün hat und wir melden als Versammlung an, dass sie mal einen Tag Rundumgrün hat. Und ich sage, wie soll ich das machen? Und am Ende haben sie die Verkehrspolizisten dahingestellt, die haben das dann halt gemacht. Fallbeispiel, hier seht ihr einen Kreis. In der Mitte diese blaue Fläche, das ist die Innenstadt von Gießen. Und um die herum ist ein mehrspuriger Anlagenring. Das ist die wichtigste Straße von Gießen. Und man sieht, dass dort eine gepunktete grüne Reihe ist. Ich hebe den mal ein bisschen aus. Gemeint ist diese Linie dort. Das ist eine vierspurige Straße, die in der Mitte geteilt ist. Also innen mehrere Spuren, außen mehrere Spuren. Da ballern im Moment die Autos lang. Und wir haben gefordert, die inneren Spuren kriegen wir. Die Autos fliegen da raus, die Autos fahren nur noch außenrum. Wir haben auch ein Langfristkonzept, wo die da auch noch rausfliegen. Aber erstmal, die Autos fahren außenrum nur noch in eine Richtung, Einbahnstraße. Und die inneren Spuren sind eine Zweirichtungs-Fahrradstraße. Ah, ihr seid total verrückt, haben die Leute alle gesagt. Ne? Egal wer, Grüne, alle, ihr habt sie nicht alle. Dann fangen wir an. 20. Oktober 2018, erste Versammlungsanmeldung. Auf einem Teilstück dieses Innenstadtrings wird das mal gemacht. Wir sehen da rechts die Autos auf den äußeren Spuren und hier innen, ein bisschen noch als Straßenfest oder sogar gestaltet, sind keine Autos mehr. Ein Tag lang. So fing das an. Und dann ging das immer weiter und ich will gar nicht alles erzählen, also wir haben das dann ständig immer wieder gemacht, solche Geschichten. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, so jetzt muss ja irgendwas mal passieren. Dann haben wir einen Bürgerinnenantrag gemacht, dass im Parlament darüber abgestimmt wird, ob dieser Anlagenring aus dem Autoverkehr rausgenommen wird. Parlamente kommen ja nicht selber auf gute Ideen. Die muss man schon dahin treten. Aber Politikerinnen sind Opportunistinnen, die hängen ihre Fahne in den Wind. Wenn wir den Sturm machen, kann das durchaus gelingen. Wir haben genau die Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl genommen, weil wir dachten, diese scheiß grün-rot-schwarze Koalition zerbricht an der letzten Parlamentssitzung am allerschnellsten. Das ist ja meistens notwendig, dass eine Koalition zerbricht und du eine offene Abstimmung hast, um überhaupt eine Chance zu haben, mit einem öffentlichen Druck reinzukommen. Und genau, es war super geil, also wir haben wirklich die ganze Zeit Aktionen auf dem Anlagenring gemacht. Und am Tag der Abstimmung, das war in der Kongresshalle, das ist der Eingang, wo die durchgehen, endete dann so eine Fahrraddemo, die sehr kompliziert war, weil wir sind auf der inneren Spur, haben wir eine Fahrraddemo gemacht gegen den Verkehrsfluss, den es da bisher gibt. Weil wir wollen ja eine Zwei-Richtungs-Fahrradstraße haben, also haben wir gesagt, wir fahren diesmal mal verkehrt hoch. Also andersrum, als die Autos fahren würden. Das ist für die Polizei schon nicht mehr ganz einfach zu handeln. Aber es muss ja auch ein bisschen interessant werden. Die endete dann dort und dann haben wir so ein Spalier gemacht und alle, die da reingegangen sind, haben dann noch ein Flugblatt gekriegt. Wir haben die Stimmung so weit zum Brodeln gebracht, dass beide Tageszeitungen einen Live-Ticker aus dieser Parlamentsversammlung gemacht haben. Die Koalition ist planmäßig zerbrochen. Es gab eine offene Kampfabstimmung und die ging 30-28 für uns aus. Seitdem ist das Beschlusslage. Danach war die Kommunalwahl, es gab einen Kulturkampf, es gab kein anderes Thema mehr im Wahlkampf. Und die Parteien, die für unseren Vorschlag waren, haben haushoch gewonnen, haben einen Koalitionsvertrag gemacht. Der ganze Verkehrswendeplan ist da jetzt drin, aber ich muss euch nichts erzählen. Die Grünen mit Abstand die größte Partei.
dass es keine Partei der Umsetzung ist, wenn es nicht gerade um Kriege geht. Der Beschluss war, innerhalb eines halben Jahres musste das kommen. Das halbe Jahr war natürlich irgendwann rum und dann dachten wir so, jetzt muss irgendwas noch passieren. Und dann machten wir eine Abseilaktion mal über dem Anlagenring. Geht ja auch, man kann sowas auch einfach mal in seiner eigenen Stadt machen, im kommunalen Raum. Da war der Anlagenring einfach mal durch. Und dann hat man da so, hier baut die Stadt Gießen eine Fahrradstraße. Es war dann einfach mal so erledigt. Oder wir stellten dann ein Ultimatum, das war am 27. Januar des letzten Jahres, also vor knapp einem Jahr war diese Aktion. Die haben sich alle total aufgeregt, also es war total schön, wie gerade die Grünen sich aufgeregt haben. Was soll denn das und sowas, wir bemühen uns doch schon und so. Und wir dachten, wenn ihr euch nicht aufregen würdet, wäre die Aktion so, naja. Diese Aktion hat Erhebliches verschoben, wir hatten allerdings die auch noch mit einem Ultimatum verbunden und die hieß am 14.5. Mai letzten Jahres, kommt die Fahrradstraße. Oder aber, es rappelt. Dann haben wir am 14.5. eine Demo angemeldet, diesmal auf dem kompletten Anlagenring. Und zwar genauso wie dann, 3,1 Kilometer. Vollständig den ganzen Tag Versammlungsfläche. Es soll einfach die innere Spur für Fahrräder und die äußere Spur Autos im Einbahnstraßenverkehr. War den tatsächlich den ganzen Tag so. Eine Drohnenaufnahme von dem 14.5. Aber es war nicht so, dass an diesem Tag dann tatsächlich unser Ultimatum durchsetzten. Aber es kam im Vorfeld dazu, zu einer Wiederkontaktaufnahme mit der Stadtregierung, die irgendwie merkte, dass das ziemlich anstrengend werden wird. Wir haben ihnen dann signalisiert, es wird einen Unterschied machen, ob ihr am 14.5. einfach nichts macht oder ob ihr am 14.5. oder vorher bekannt gibt, wann es denn nun passiert. Und dann gab es noch einen Streit darum, wann welche Variante eigentlich genommen wird. Haben wir so einen Präsentationsfilm gemacht und über verschiedene Gruppen nochmal wieder in den Rat hineingewirkt, bis die dann ein Ingenieurbüro beauftragt haben, das alles mal zu berechnen. Und dieses Ingenieurbüro hat dann exakt unseren Vorschlag als den besten bestätigt. Und im Juni nächsten Jahres fällt der Gießener Anlagenring. Gießen wird damit immer noch nicht zur Fahrradstadt in Deutschland. Also da sind andere viel weiter, aber es ist wahrscheinlich die größte Verkehrsveränderung, die irgendeine Stadt in Deutschland auf einmal jemals gemacht hat. Man muss da auch hinkommen. Wir verhandeln im Moment mit der Stadt, dass es also gleichzeitig noch Achsen in alle Stadtteile gibt. Und dann haben wir in Gießen auf einen Schlag eine riesige Veränderung. Und das hat eben sehr viel mit diesen verschiedenen Aktionen zu tun, die da aneinandergereiht wurden. Und mit dieser Geschichte, mit diesem Verkehrswendeplan, die ist wirklich super interessant. Dass man immer, wenn man Aktionen macht, den Leuten die Hand drücken kann, da wollen wir hin. Da könnte man jetzt auch wieder die Kriterien so durchgehen. Wir haben jedenfalls in den Verkehrswendeinitiativen seitdem oder jedenfalls einige gesagt, okay, jetzt lassen wir die da erstmal buddeln. Wir greifen einen anderen Schwerpunkt raus, die Straßenbahn durchzusetzen. Und wie ist die Lage? Sie sagen alle, ihr seid total verrückt. Und irgendwie kommt mir das halt vor. Okay. Also das war es eigentlich mit den Beispielen. Ich hatte diese 5 Kriterien genannt, die eine Aktion eigentlich sehr stark machen, die ich wichtig finde, immer zu bedenken. Vielleicht sind es auch nicht die einzigen. Was nicht wichtig ist. Und was noch bedeutsam ist, dass wir uns als Gruppen weiterentwickeln. Da geht es ja eben nicht nur um die Aktion. Und dann solche Aktionsformate zu entwickeln, für alles, was jetzt auch immer ansteht, das ist ja jetzt nicht themengebunden, das fände ich halt ziemlich spannend. Also mein Eindruck ist, provokante Aktion ist nicht alles, aber ohne provokante Aktion ist alles nichts. Und natürlich kann man es manchmal super geil miteinander verbinden, indem man die Störung bringt, also den Erregungskorridor und direkt am Objekt den Inhalt vermittelt. Das ist eine der Aktionen, die bei der IAA-Eröffnung halt so waren. Oder das, was wir zum Beispiel im Moment in Wolfsburg versuchen, haben vielleicht auch einige mitgekriegt, wo wir ja eingestiegen sind mit ein paar Leuten, gesagt haben, wir probieren mal was ganz Großes und sind nach Wolfsburg gegangen und haben dort ein Haus uns besorgt und gesagt, wir sind jetzt 2 Jahre in Wolfsburg und danach baut VW keine Autos mehr, sondern Straßenbahn. Also das ist unser Narrativ. Etwas davor hatten wir schon mal so Einzelaktionen gemacht und jetzt gibt es eine ganze Serie und tatsächlich ist es so, also in Wolfsburg, alle haben gesagt, ihr seid nicht ganz sauber. Es ist tatsächlich so, Wolfsburg diskutiert über die Straßenbahn. Und wir werden auch eine Menge von Aktionen machen, dass sie noch mehr darüber diskutieren. Das ist nicht irrelevant. Also viele VW-Mitarbeiter sind inzwischen bei uns dabei, die sich auch denken, also ist doch viel geiler. Also Straßenbahn bauen ist auch für die Arbeiter dann viel geiler. Also das ist Teamarbeit, ne? Das ist nicht Fließband, sondern du arbeitest halt als 20er-Gruppe einen so einen Waggon ab. Und alle wissen auch, wenn VW jetzt umstellt auf E-Autos, dann sind die Arbeitsplätze halt alle futsch. Also und die IG Metall muss sich das jetzt auch überlegen, ob sie einfach nur auf die Bremse tritt, damit weiter Verbrenner gebaut werden, dann sind die Arbeitsplätze weiter da
aber das ist letztendlich ziemlich hoffnungslos. Oder ob sie auf unsere Seite überschwenken und sagen, wenn schon Transformation, dann gleich zur Straßenbahn. Also das wird auf jeden Fall ziemlich groß schon diskutiert. Auch in den Medien sehr groß diskutiert. Zusätzlich entwickeln wir gerade einen Verkehrswendeplan und wollen auch, dass Wolfsburg eine Straßenbahn baut. Und ich fände es eigentlich auch ganz schick, wenn die Stadt hier, Stadt Gießen, demnächst mal beschließt, die Straßenbahn zu bauen und schon mal eine Bestellung bei VW aufgibt. Das würde ja eigentlich ganz gut reinpassen. Das sind jetzt so neuere Aktionen in der Stadt halt dann schon. Also im Prinzip ist das gewesen. Falls es Leute gibt, die auch Lust haben, mal so ein bisschen Know-how zu tanken oder so etwas, vielleicht kann Gießen noch mal wieder ein neues Aktionstraining für Leute, die jetzt noch nicht sowas gemacht haben, gebrauchen, falls das Interesse besteht. Ganz zum Schluss noch, da hinten habe ich es so aufgebaut, da könnt ihr euch nachher mal umgucken. Vielleicht einfach auf 5 Sachen davon hingewiesen. Das ist quasi so ein bisschen so die Anleitung zu kreativen Aktionen. Speziell zu Verkehr haben wir dieses Anti-Auto-Aktionsbuch, also mit ganz vielen Aktionsbeschreibungen. Ich kann was machen, auch rechtlichen Tipps, technischen Tipps und so weiter. Das hier hatte ich schon erwähnt, der Roman, gut, in Romanform ganz viele Aktionen kennenlernst. Aber da sind auch viele inhaltliche Bücher und am 22.02. erscheint dann dieses Buch im Büchner Verlag in Marburg. Und ansonsten nicht erschrecken. Das war provokant.